Ja, willkommen zurück bei Familie Thompson. Heute ist es wieder soweit, die erste Familie Thompson-Folge im neuen Jahr. Und ich freue mich wirklich sehr, denn wir werden heute auf das, ich glaube, das Jugendfest heißt es. Da war ich mit den Sims noch nie, das würde ich super gerne mal testen. Deshalb packen wir die ganze Familie ein, bis auf die Tierchen, und fahren dahin, denn in Sulani haben wir kein schönes Wetter aktuell. Es ist zum Verzweifeln. Ja, die April badet die kleine Raven gerade noch. Sonst sind alle schon wach. Wir haben auch schon halb eins fast. Und sind hier am Machen und Tun. Was macht der Shane? Der ist hier mit seiner Tochter gleich am Quatschen. April ist hier am Machen. Die Emmy kümmert sich hier um uns Kuh, um unser Maiglöckchen, die es total genießt, von der Emmy sauber gemacht zu werden. Der Stall haben wir auch schon gemacht. Sie ist soweit sehr zufrieden. Bin mal gespannt, wie lang die Kuh, doof gesagt, bei uns sein wird. Ich habe nämlich von einigen gehört, dass die sehr schnell, ja, von einem gehen. Und bist du jetzt sauber, kleiner Schatz? Jetzt hast du Hunger. Okay, gut, Moment. Ich porte dich einmal runter und dann kannst du hierher teleportieren. Irgendjemand quietscht mit seinen Sachen. So, schau mal. Ich habe dir schon mal was hier eingepackt auf jeden Fall. Dann kannst du dir von hier noch eine kleine Portion nehmen, süße Maus. Und ja, dem Rest geht's gut. Ich habe mit dem Jackson noch sein Bestreben eins weitergemacht. Und zwar haben wir mit der Kate eine Freundschaft fürs Leben geschlossen. Er braucht jetzt nur noch die zwei, sondern hat er dieses Bestreben auch fertig. Und die Kate hat kreativ fertig und wird mental, ich weiß es nicht, ob wir das bis dahin schaffen, wir gucken einfach mal. So, das packen wir ein, sonst geht es allen gut. Die kleine Maud will jetzt noch was essen, die Tiere haben ein bisschen Angst wegen dem Gewitter, es ist aber auch echt extrem mit dem Wetter heute, deshalb mache ich ihnen das immer weg. Die beiden sind am Spielen und, darf ich ja überhaupt nicht vergessen, ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe ein bisschen umgebaut, dekoriert. Ich habe jetzt hier noch so eine Trennwand reingemacht, weil ich das fand, das voll schön ist. Da kann man nicht direkt zugucken, wenn sie da am Fernsehen gucken sind. Ob sie jetzt genau da hinten hinkommen, sollte durch diesen Weg funktionieren. Ich habe einen neuen Hängekorb gefunden, den ich so, so schön finde. Was habe ich noch gemacht? Ich habe einen neuen Kühlschrank gekauft. Büro hat sich grob nicht geändert. Ich habe hier einen Spiegel hingehangen, weil ich fand, das sah sehr schön aus. Der April und dem Shane, sein Zimmer hat sich geändert. Ich habe es komplett neu gebaut und finde es voll schön. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir haben irgendwie mehr Platz als vorher. Und dabei ist es eigentlich genau dieselbe Größe. Ich habe nirgends gezogen oder was verkleinert. Hier unten war es dann auch. Die Emmy hat ein neues Zimmer bekommen. Da habe ich jetzt ihr angrenzendes Ankleidezimmerbüro zu einem riesigen Raum gezogen. Allein wenn sie dann irgendwann einen Partner hat, brauchen sie ja den Platz. Oder wenn sie dann auch mal Kinder bekommen. Und ich finde es einfach so schön, dieses Zimmer. Vor allem mit diesem Rot und mit dem Schwarzakzent. Und ich konnte nicht widerstehen. Ich habe ihr hier so einen kleinen Kleiderschrank gebaut. Ich fand das voll süß. Ja, was haben wir noch gemacht? Die Kinderzimmer sind gleich geblieben. Die baue ich erst um, wenn es soweit ist, wenn sie dann größer werden. Hier ist auch nichts anders geworden. Ja, ich meine, das war's eigentlich. Hab ich draußen was geändert? Ah, genau. Ich habe hier ein bisschen was angepasst. Hier hinten nicht. Pool ist gleich geblieben. Hier habe ich jetzt zwei dieser Hängestühle hingepackt. Da steht die Gitarre noch rum. Shane, hast du deine Gitarre eigentlich? Nö, das ist deine, gell? Hatte ich mir nämlich schon gedacht, dass das deine sein kann. Haben wir noch irgendwas geändert? Nö. Ja, du müsstest eigentlich auch mal was essen, gell? Du machst alles den Tag über, aber nicht so genau wie das. Ich wollte eigentlich schon längst unterwegs sein. Aber es klappt irgendwie nicht. Aber wir müssen jetzt los, weil sonst haben wir keine Zeit mehr. Genau, so. Einmal kurz gucken. Du stehst draußen. Die Kleine, die muss noch essen. Also müssen wir noch mindestens warten, bis die ein bisschen was gegessen hat. Ich habe ihr noch ein paar süße Outfits gegeben. Und ich finde sie so süß, unsere kleine Maus. Ne, Kate, alles gut. Gefällt dir das mit der Kira?
Mit der Chiara, Entschuldigung, ich sag's immer wieder falsch. Immer wieder aufs Neue falsch. Ja, die ist goldig, gell, die kleine Maus. Hier kannst du mal umarmen. An Lieblingsstelle kratzen. Du kannst dir das Gesicht lecken lassen. Sonst geht's wirklich allen gut. Du könntest dich mal umziehen. Also du möchtest im Schlafanzug los. Schau mal hier. Wenn du das unbedingt möchtest, können wir das natürlich machen. Aber ich würde es nicht empfehlen bei dem Wetter. So. April, was machst du, wenn ich fragen darf? Kochst du jetzt echt jetzt was? Lassen wir die Zwiebeln da stehen. Hat die Kleine jetzt gegessen? Perfekt. So. Süße, stell mal deinen Teller ab und dann geht's endlich los. 100 Jahre gefühlt später. Komm, kleine Mausi, auf. Ja, April, ich weiß. Aber ich habe dir dreimal gesagt, du sollst dir was schnappen und du hast es einfach nicht gemacht. Tut mir leid, da musst du jetzt... Und? Wo sind wir jetzt? Hier ist dieses Jugendfest, oder was? Okay, was kann man jetzt hier machen, wenn ich fragen darf? Ah, hier oder was? Hier? Essen bestellen. Erdbeereiscrepe. Wie lecker. Ich glaube, die April ist ein Vanille-Eiscrepe-Typ. Wie cool. Schaut mal. Voll schön hier. Es ist zwar nur ein Kind bisher da. Ihr könnt euch unterhalten. Und ihr könnt hier ein bisschen experimentieren. Ja, wir haben zudem auch noch Sommerfest. Aber das Sommerfest stellen wir ein bisschen hinten an. Es ist Sommer, ein bisschen fresh, aber hey Leute, es ist voll schönes Wetter. Genießt es, was hast du denn da? Schaut mal, da ist der Tina ihren Mann, der Matthias. Und holst jetzt Eis, April, und wie schmeckt das? Wie sieht es aus, das Eis? Und? Wie sieht das Eis aus? Sieht das lecker aus? Oh ja, oh, jetzt kriege ich Lust auf Eis. Was? Kaputte Regen? Ja, Emmy, du musst ein bisschen aufpassen, gell? Da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Weil die Sonne voll scheint. Das ist, nicht so... Süßes, tut mir unendlich leid, aber ich habe da nicht dran gedacht. Wirklich, ich hatte da nicht dran gedacht, dass du noch nicht ganz... Stufe 2 hat sie schon, aber Stufe 3 noch nicht. Ich glaube, erst ab Stufe 3 ist man so richtig sicher. Deshalb werden wir unsere süße Maus... Was? Ja, wieso zieht ihr euch dann bitte nicht um? Leute... Wollt ihr mich ein bisschen verarschen? Zieh dich um. Es ist kalt. Warum latscht ihr alle in Sommerkleidern rum, hä? So. Einmal die Sims umgezogen. Ach gut, die Apple ist wieder normal. Okay. Oder lag das jetzt daran, weil sie Eis gegessen hat? Apple war es bereits kalt, als sie sich etwas Kaltes zu Gemüt führte. Jetzt ist dir nichts geblieben als Reue und Eis. Ah, das kam durchs Eis, kann es sein? Ja, weil die alle hier in Sommerkleidung rumlaufen. Also das verstehe ich nicht. Dann kriegst du das, deinen dünnen Pulli wieder. Ja, was ist denn mit deinem Schirm? Ist der kaputt? Hm, ich mach's ihr jetzt mal weg. Emmy, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Es tut mir leid, aber ich habe da einfach nicht dran gedacht. Dann spiel mal auf. Voll schön. Voll cool. Es sind zwar jetzt nicht so viele Kinder da. Mach mal zusammen spielen. Mal gucken, was da dann passiert. Die Kleine ist hier mit ihrem... Können die Eltern da mitspielen? Wie spielen die jetzt, bitte? Hm?
Guck dir jetzt zu, wie die drei, zwei das machen. Voll süß. Ich finde es voll niedlich. Keith, und freust du dich schon auf deinen Geburtstag, wenn du endlich ein Teenager bist? Hast du Wimpern an oder guckst du nur so komisch? Doch, du hast Wimpern, okay. Dachte schon irgendwie, die seien jetzt wieder weg. Was eigentlich nicht sein kann. Und Leute, gefällt's euch? Ja, schau mal, Shane. Du könntest mit der Kleinen auch ein bisschen spielen. Schau mal, freundlich. Spielen. Passt auf, ne, dass ihr ablebt durch das Eis. April war es nämlich genauso. Dann jubel mal, April. Wie cool. Was ist das da für ein Typi? Okay, wir machen erstmal ein Selfie. Und dann machen wir diesen Tanz. Wolltest du nicht mit der Kleinen spielen? War da nicht irgendwas? Da habe ich irgendwas verpasst. Spielen, schau mal. Der Papi kommt jetzt zu dir, kleine Maus. Schau mal. Kriegt sie ein Selfie? Wie geil. Wie geil. Wie geil. Ich fasse es ja nicht. Die April macht ein Selfie mit diesem Typi da. Wie cool. Und was ist dieser Bergtanz dann? Und seid ihr schon am Spielen? Keith, magst du mit deinem Bruder zusammen? April? Oh, Achtung. Die April macht diesen Tanz jetzt. Achtung. Aber erst brauche ich ein Fotochen von unserem Shane und unserer kleinen Maus. Ach Gott, wie süß. Ach Gott, ist das süß. Wie niedlich, wie niedlich. April, ich stelle mich so zu dir. Moment, ich muss von unserem kopfüberhängenden Schnuggi auch noch ein Foto machen. Das sieht so cool aus. So, April. Okay. Das ist dieser Tanz. Okay. Nicht schlecht, dieser Tanz. Machen wir ein Selfie mit dieser Figur da. Tschack. Cool. Oh. Du bist ein bisschen stinky-stinky am Machen, Süße. Du bist ein bisschen stinky-stinky am Machen. Schau mal hier. Du kannst mal über die Schule reden mit ihr. Du kannst dich mal bei der Tina ihrem Mann respektvoll vorstellen. Schwärm mal ein bisschen von Katze. Der Madame ist kalt, gell? Wo ist er? Da. Ich ziehe ihr jetzt auch mal ein bisschen was Warmes an. Statt, dass sie direkt sich warm anziehen. Nein. Emmy, wie geht's dir? Level 5 hast du schon. Magst du mal was anderes? Man möchte mal hier ein bisschen sinken üben. Der kleine Fratz wird langsam groß. Die Balgerei wird langsam anstrengend. Shane, oh wei. Wo gehst du jetzt hin? Wenn ich fragen darf, gehst du zu deiner Tochter? Gehst du zu der Emmy? Hm? Deine Stieftochter eher gesagt. Ist ja nicht deine richtige Tochter. Was? Die Ellie wendet sich an die Keith, an ein Kind, wohlbemerkt, und fragt, wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Nein, ich denke, das ist keine gute Idee. Das solltest du selbst entscheiden. Macht ein Baby. Gute Frage. Nächste Frage. Macht ein Baby.
Wir werden ein Baby machen. Okay. Und? Verstehst du dich gut mit der Amelie? Mach mal eine Comicfigur zitieren. Kann mal über Bruchrechnung reden. Kann sie den Tag verschönern. Teil mal die Aufregung über das Sommerfest. Und dann kannst du mal über Süßigkeiten schwärmen. Nein, es wird kein Chaos gemacht. Kannst du dich nicht mit über unterhalten? Komm. Kennenlernen. Rumblödeln. Fantasieabenteuer spielen, das ist doch eine gute Idee. Oh, du musst dringend auf Toilette, Entschuldigung. Und du, Süße, was machst du? Was macht die April? April, was machst du, wenn ich fragen darf? Du gehst jetzt auf Toilette, okay. Dann zack, zack. Wie süß. Hat es jetzt hier mit reingezählt? Ja, 34. Wie süß. Du kannst komplementierende Persönlichkeiten machen. April muss aber dann auch mal Hände waschen. Die kleine Maus ist jetzt hier am Spielen. Voll süß. Und jetzt zwei Turteltäubchen. Sollen wir mal dem Shane sein Bestreben ein bisschen voranbringen? Schau mal, was können wir noch Schönes machen? Du kannst eine tiefgründige Unterhaltung führen. Das können wir noch machen. Du kannst sie leidenschaftlich küssen. Ihm romantisch aufreizend posieren. Kannst du auch von mir aus vor ihr. Dann, was können wir noch machen? Einen Kuss zu hauchen. Shaney Boy. Händchen halten. Du kannst ihr versprechen, ihr ein Lied zu widmen. Das finde ich eine schöne Geste. Kannst ihr die Hände küssen. Könnt mal Zukunftspläne schmieden. Wie sie sich freut. Voll schön. Sibuna Torbel Farbe. Weil schaffen wir es ja, die 50 voll zu bannen, ne? Wäre das eine gute Idee? Dann müssen wir nur noch 3 Verabredungen machen. Und dann ewige Liebe erklären. Händchen halten. Küssen. Wange küssen. Ewige Liebe erklären. Singen ist großartig. Mag singen? Ja. Hähnchen halten. Knuddeln. Dass es auch ein bisschen ausgeglichen ist. Noch 2 Sachen, dann haben wir die 50. Schatzi, könntest du mal hier Hände waschen mehrmals? Dass deine Hygiene ein bisschen hochgeht. Das letzte, dann haben wir die 50. Boom. 1500. Was, der hat 12.500 Punkte. Oh mein Gott, Shane. Oh mein Gott. Okay. Drück ihr nochmal die Zuneigung aus. Ist das schön, Emmy? Ja. Gefällt dir das? Voll süß. Was hast du denn jetzt schon für ein Level in Singen? Wo ist das aufgeführt? Hier, Level 7. Oh mein Gott. Okay, gut. Ich glaube, du hast genug gesungen. Wir schauen jetzt nochmal kurz bei deinen Eltern rein. Shane tanzt jetzt. Die Apple steht hier. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Heimweg. Und ich würde auch diese Folge dann an der Stelle beenden. Ich werde in Ruhe noch später zu Hause dann für mich das Sommerfest zu Ende machen. 1, 2, 3, 4, 5. Und der Shane, genau. Dass sie da ihre Punkte kriegen und nicht mies gelaunt sind, weil wir es nicht erfüllt haben. Aber ja, somit ist auch diese Folge zu Ende. Ich fand es super schön. Das Fest war ganz gut. Ich denke, das können wir mal wieder machen. Ich wollte jetzt öfters mal diese Feste besuchen, weil ich... Auf welchen Festen war ich mal? Ich war auf dem Romantikfestival, ich war auf der Geekon
Wir waren auf dem Flohmarkt schon mal. Aber das sind so die einzigsten drei Events, Veranstaltungen, die ich kenne. Und eigentlich sind die immer sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ja. Oh, hier ist das Wetter ein bisschen besser jetzt. Okay, sehr gut. Oh, und Amy, ihr Schirm ist wieder ganz. Wieder ganz. Okay. Dann würde ich sagen, verabschiedet sich die Familie von dir. Wir haben heute wieder einiges geschafft. Nicht nur, wollt ihr techteln, ihr zwei? Wollt ihr techteln? Wir sehen in eure Balken aus. Euch geht's eigentlich sehr gut hier. Dann könnt ihr mal techteln, mächteln mit April. Mann, hast du ein, ja, Verhütung habt ihr drinne. Dann könnt ihr ohne Probleme techteln. Dann sollte hoffentlich natürlich nichts passieren. Und bei dir, du bräuchtest ein bisschen Hygiene. Und ich glaube, mit diesem abschließenden Techtelmechtel von April und Shane werde ich mich von dir verabschieden. Ich fand die Folge super schön. Wir haben einiges geschafft. Der Shane hat einmal hier die 50 romantischen Gesten geschafft. Der Jackson hat sein Lebensfreund Dingsbums abgeschlossen. Die Emmy hat ja ein bisschen sowas für sich gemacht. Leider habe ich es vergessen, dass ihr da nicht so gut mit kann. Aber wir werden in der nächsten Folge, lasst mich nur mal ganz kurz in den Plan schauen. Wir haben heute Sonntag, morgen ist Montag. Heute Morgen ist Rabatttag, okay? Vielleicht werden wir uns mit Gray und Phoenix treffen, während die Kids in der Schule sind und werden da nochmal ein bisschen aktiv werden. Ne? Wie geht's in unserer Kuh? Sauber, voll. Sehr schön. Den Tieren geht's gut. Irgendeine Katze von uns hat vorhin ein bisschen gebrochen. Aber das ist scheint's wieder jetzt weg. Ich weiß nicht, was es war. Wir beobachten es auf jeden Fall. Wenn nicht, muss ich mit den Tieren mal nacheinander zum Tierarzt alle. So, Amy. Wie sieht's aus? Trink mal bitte eine Blutkonserve. Und Nochmal lesen. Gut, die Vampirbücher hat sie alle doppelt und dreifach durch. Aber ich würde sagen, du kannst das mal analysieren, weil das gibt auch Punkte, dass wir dir ein weiteres Pünktchen vergeben dürfen, dass du dann ein bisschen mehr immun gegen die Sonne bist. Ja, es war sehr, sehr schön in dieser Folge, muss ich wirklich sagen. Entspannt, nicht zu stressig. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Habt ihr verhütet? Ja, sehr gut. War es denn schön? Erregendes Geplänkel, heiß und süß. Was ist das hier? Musikalische Widmung. Oh, jemand hat diesem Sim versprochen, ihm ein Lied zu widmen. Wie romantisch. Shane, wie macht man denn das jetzt eigentlich? Wie kannst du denn jemandem ein Lied widmen? Lied singen? Zur Inspiration zupfen? Jammen? Muss schon mal rausbekommen, wie man das dann macht. Auf jeden Fall war das Techtelmechtel schön. Und sie haben auf jeden Fall verhütet, auch wenn sie noch Verlangen aufeinander haben. Aber ja, dann freue ich mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.